Vor einiger Zeit haben wir euch in einem Video schon mal vorgestellt, wie unser Elektro-Setup aussieht. Jetzt geben wir euch nach dieser Zeit mal ein Feedback zu dem Ganzen, was wir uns gedacht haben. Viel Spaß! Als wir uns vor über 2 Jahren den Bus gekauft haben, war für uns relativ schnell entscheidend auch wichtig, dass wir eine gute Planung für die Elektroanlage haben. Also wir haben verbaut einen Ladebooster, einen Wechselrichter mit Ladegerät, eine Solaranlage auf dem Dach und haben eine 180 Amperestunden AGM-Batterie. Bei der Auslegung der einzelnen Komponenten, also von der Solaranlage, vom Ladebooster und auch von der Batterie her, haben wir das so ausgelegt, dass wir für 3 Tage mindestens autark stehen können. Also das heißt, dass wir 3 Tage lang ohne Strom von außen einfach alleine irgendwo in der Wildnis oder auf dem Campingplatz stehen können. Für welche Komponenten wir uns genau entschieden haben, haben wir euch auch nochmal in die Infobox geschrieben. Und wenn ihr euch interessiert, wie wir das Ganze eingebaut haben, dafür haben wir auch Videos gemacht. Die verlinken wir euch natürlich auch nochmal. Jetzt zeigen wir euch mal die verbauten Komponenten im Detail nochmal und sagen euch dazu, wie unsere Erfahrungswerte bisher damit sind. Also wir haben als Ladegeräte den Ladebooster, das Ladegerät von der Außensteckdose und die Solaranlage auf dem Dach. Fangen wir mal mit dem Ladebooster an. Damit die Batterie auch während der Fahrt geladen werden kann, über die Lichtmaschine gibt es verschiedene Wege. Unter anderem gibt es da halt entweder das Trennrelais oder ein Ladebooster. Wir haben uns da für einen Ladebooster entschieden und der sorgt denn dafür, dass während der Fahrt auch die Batterie über die Lichtmaschine geladen werden kann. Und der Ladebooster hat sich bei uns richtig bezahlt gemacht. Also wir reisen meistens eben so, dass wir nur eine Nacht am gleichen Platz stehen und danach wieder weiterfahren. Das heißt, wir fahren zwischendurch relativ viel und dadurch können wir richtig viel über den Ladebooster laden und die Batterie ist dadurch immer super schnell wieder voll. Der Ladebooster ist für uns also auf jeden Fall eine gute Investition gewesen, die wir richtig viel ausnutzen. Hier hinten haben wir dann eine Außensteckdose eingebaut, um mit 230 Volt auch unsere Batterie laden zu können. Wir haben die unterwegs, glaube ich, noch kein einziges Mal genutzt, weil wir eh selten auf Campingplätzen stehen und unsere Batterie auch bisher immer ausgereicht hat, um nicht extern laden zu müssen. Was aber ganz praktisch ist, dass wenn der Bus längere Zeit in der Garage steht, dass wir darüber eben dann auch die Batterie hier in der Garage aufladen können. Das Ladegerät, was hier sozusagen hinter der Steckdose ist, ist in den Wechselrichter mit integriert, sodass wir dann auch im Bus 230 Volt haben. Die Außensteckdose würden wir also nicht unbedingt wieder verbauen, weil bisher hat sie sich für uns einfach nicht wirklich gelohnt. Auch der Wechselrichter mit 1000 Watt, den wir im Bus haben, der mit dem Ladegerät sozusagen integriert ist, haben wir bisher auch einmal genutzt und sonst auch überhaupt nicht. Das heißt, darauf hätten wir einfach komplett verzichten können. Es ist zwar nice to have und es ist ganz gut, die Möglichkeit zu haben, doch mal 230 Volt im Bus zu nutzen. Wirklich gebraucht haben wir es aber bisher nicht. Selbst für Geräte, die man normalerweise jetzt zu Hause mit 230 Volt lädt, wie zum Beispiel ein Laptop, gibt es auch Ladegeräte, die dann über 12 Volt laufen. Das heißt, 230 Volt kann man sich in den meisten Fällen einfach sparen. Ein weiterer Weg und dann auch ein sehr effektiver Weg, unterwegs seine Batterie laden zu können, ist dann auch die Solaranlage, die wir bei uns eingebaut haben. Wir haben bei uns hier ein 130 Watt Panel eingebaut und damit kommen wir wirklich super zurecht. Also gerade halt auch bei so Wetter wie heute, ihr seht es hier oben vielleicht, die Sonne scheint und da haben wir auch wirklich gute Ausbeute. Bei der Auswahl vom Ladegerät kommt es natürlich bei der Solaranlage darauf an, welches Ladegerät ihr verwendet. Es gibt sogenannte PWM und sogenannte MPPT-Laderegler, wobei man sagen muss, dass sich wirklich gängige Praxis mittlerweile geworden ist, sogenannte MPPT-Laderegler einzubauen, da hier die Ausbeute wesentlich höher ist.
Ja, und wie ihr hinter mir sehen könnt, haben wir uns dagegen entschieden, das Panel direkt aufs Dach zu kleben. Wir haben hier mit Spoilern gearbeitet, sodass das Solarpanel mit den Spoilern verschraubt ist. Also die Spoiler sind auf das Dach geklebt und das Panel an sich ist mit diesen Spoilern verschraubt. Damit haben wir auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht, da wir auch von der Höhe her nicht wirklich viel höher kommen. Und das hat noch den weiteren Vorteil, dass man zum Beispiel, wenn das Panel mal kaputt gehen sollte, durch welche Gründe auch immer, haben wir immer die Möglichkeit, das auch später nochmal auszutauschen, was bei einem fest verklebten Panel einfach nicht so möglich wäre. Also hier auch nochmal abschließend zu sagen, die Solaranlage würden wir so in dieser Form auch wieder verbauen. Da haben wir echt ziemlich gute Erfahrungen mitgemacht und auch gerade bei trübem Wetter, was wir anfangs gar nicht so gedacht hätten, haben wir mit der Solaranlage immer noch die Möglichkeit, ein paar Ampere kommen da immer noch wieder rein und von daher würden wir die genauso wieder einbauen. Eingangs hatten wir euch ja schon gesagt gehabt, dass wir unser Elektro-Setup so ausgelegt haben, dass wir ungefähr 3 Tage lang autark stehen wollen würden. Da haben wir erstmal uns eine Liste erstellt, wo wir alle Verbraucher, die wir so haben im Bus, aufgelistet haben und sind dann bei den 3 Tagen sind wir bei ungefähr 90 Amperestunden über die 3 Tage gekommen. Dann haben wir halt geschaut, welche Batterie wir dann halt nehmen und wir haben uns jetzt hier für eine 180 Amperestunden AGM-Batterie entschieden. Bei einer AGM-Batterie ist es nämlich so, dass man sagt, man sollte die höchstens bis zu 50% entladen, da sie sonst Schaden nehmen kann und wird, wenn man sie halt tiefen entlädt. Und um das zu umgehen, haben wir uns halt für die 180 Amperestunden Batterie entschieden. Anfangs, also vor gut 2 Jahren, standen wir halt auch vor der Überlegung, ob wir jetzt hier noch in Anführungsstrichen auf eine herkömmliche AGM-Batterie gehen oder ob wir nicht vielleicht sogar uns schon eine Lithium-Batterie besorgen, denn eine Lithium-Batterie ist bei gleicher Kapazität wesentlich kompakter, wesentlich leichter. Wir haben uns dann, wie ihr halt auch sehen könnt, dagegen entschieden, denn eine Lithium-Batterie ist dann halt auch wesentlich teurer. Wir haben jetzt hier für diese Batterie ungefähr, ich glaube damals 350 Euro bezahlt und für eine Lithium-Batterie mit ähnlicher Kapazität hätten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch weit über 1000 Euro bezahlt. Wir würden uns zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall auch nochmal für eine AGM-Batterie entscheiden. Hier oben im Schrank befindet sich das Bedienteil. Wir haben uns da eben für eine große Lösung entschieden, wo wir alles auf einem Display ablesen können, nicht für unterschiedliche Komponenten, unterschiedliche Displays. Und damit sind wir auch immer noch super zufrieden. Man kann einfach zu der einen Stelle gehen und kann alles sehen. Wir können hier durchschalten, wie voll ist die Bordbatterie, wie voll ist auch noch unsere Startbatterie, was kommt über Solar rein. Wir können 12 Volt hier einfach an einem zentralen Punkt an- und ausmachen. Wenn wir den Bus jetzt komplett irgendwie abstellen in der Garage, können wir einfach 12 Volt hier ausschalten. Dann wissen wir ja, alles ist tot sozusagen im Bus. Die Pumpe können wir getrennt ansteuern, Temperatursensor, bla bla bla. Das alles an einem Punkt zu haben und alles an einem Punkt bedienen zu können und ablesen zu können, funktioniert einfach wunderbar. Und das würden wir auch wieder so verbauen, weil es auch einfach schöner aussieht, wenn man nicht allzu viele kleine unterschiedliche Displays im Bus verbaut hat. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja natürlich unsere Verbraucher und die brauchen natürlich Steckdosen. Wir haben einmal hier hinten im Schrank 6 USB-Steckdosen verbaut und dann haben wir vorne in der B-Säule auf der Beifahrerseite noch eine USB-Steckdose. Und damit sind wir auch super zufrieden. Man könnte jetzt sagen, oh, 6 USB-Steckdosen sind ganz schön viel, aber wir kriegen die tatsächlich, wenn wir irgendwie in der Nacht alles einmal aufladen wollen, also Handys, lauter Kamera-Akkus und so weiter, ganz gut voll. Und hier hinten im Schrank ist es bei uns eben auch super praktisch, weil wir können hier alles anschließen, das Ganze dann hier oben auf dieser Stufe ablegen und das kann dann ganz in Ruhe über Nacht laden. Hier ist also unsere Steckdose in der B-Säule und das ist einfach super praktisch, um während der Fahrt auch das Handy laden zu können. Kann man sowohl eben während der Fahrt nutzen oder wir haben ja auch eine Drehkonsole verbaut. Das heißt, wenn hier einer sitzt, kann er auch das Handy nebenbei hier an der Stelle laden. Eine 230 Volt Steckdose haben wir nicht extra verbaut, aber ich habe ja vorhin auch schon gesagt, wir haben zwar einen Wechselrichter verbaut, der auch eine Steckdose sozusagen hat für 230 Volt, aber wir haben ihn bisher einfach so gut wie nie genutzt. Deswegen sind wir im Endeffekt auch ganz froh, dass wir hier drin nicht noch weiter 230 Volt verlegt haben, um dann noch an verschiedenen Stellen Steckdosen für 230 Volt zu setzen. Also, da haben wir alles richtig gemacht.
Als nächstes kommen wir zu der Beleuchtung im Bus, denn es ist auch relativ entscheidend, dass man natürlich ausreichend Licht im Bus hat. Bei der Beleuchtung haben wir uns erstmal dafür entschieden, dass wir das Licht von zwei getrennten Stellen ausschalten wollen, denn es ist halt wirklich mega praktisch, dass wenn man, sag ich mal, von draußen irgendwie kommt, man hat irgendwie gerade nicht so wirklich Zeit, wo man an irgendeine Stelle krabbeln muss, um Licht einschalten zu können. Da haben wir uns erstmal dazu entschieden, dass man hier in der B-Säule haben wir einen Schalter eingebaut, von wo wir aus einen Spot von den insgesamt 4 verbauten Spots einschalten können. Dieser eine Spot, den wir vorne am Eingangsbereich schalten können, mit dem Schalter hier vorne, der würde so eigentlich an sich auch schon ausreichen, denn der macht schon ordentlich Licht und ist meistens auch unser meistgenutztes Licht im Bus, denn das ganze Licht haben wir wirklich ganz, ganz selten an, wenn wir unterwegs sind. Eigentlich immer viel schöner, wenn man eher so ein bisschen gedimmteres Licht hat, und da wir den Spot, den wir hier eingebaut haben, nicht dimmen können, ist es wirklich immer nur der eine Spot, der bei uns eigentlich normalerweise an ist. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz an der anderen Stelle, wie wir die anderen Spots einschalten können. Hier hinten bei unseren Steckdosen haben wir halt auch nochmal über diesen Schalter die Möglichkeit, die Spots ein- und auszuschalten. Wenn wir drin im Bus sind und kochen oder ähnliches zum Beispiel, dann ist der auch mal an. Aber sonst nutzen wir den eigentlich weniger. Schlussendlich dazu nochmal ein kleines Fazit zu sagen. Wir würden wahrscheinlich eher weniger Spots verbauen. Und wenn, würden wir uns auch dazu entscheiden, die irgendeiner Form und Weise dimmbar zu machen. Aktuell sind wir dabei, den Übergang zum Hochdach zu verkleiden, und wir haben uns dazu entschieden, in den Übergang nochmal so eine kleine LED-Lichtleiste mit einzubauen. Da wir, wie gesagt, hier oben mit der Deckenbeleuchtung, dass sie ein bisschen überdimensioniert ist, und hier bei dem LED-Streifen haben wir uns einfach dazu entschieden, den nicht über einen Schalter ein- und auszuschalten, sondern über eine Fernbedienung. Über diese Fernbedienung haben wir dann auch die Möglichkeit, die LED-Leiste dimmbar zu gestalten. Das heißt, wir können sie einfach einschalten und dann auch heller machen. Sieht man auf dem Video. Überhaupt gar nicht. Machen wir das andere Licht kurz aus. Nee. Hier sieht man es ein bisschen. Leuchtet das da hinten überhaupt? Oh. Wenn man da nicht einfach irgendwas reinlegt, dann sieht man es auch. Wenn da Holz drüber liegt, dann sieht man es nicht. Oh, ist aber nicht flicker-free. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Nicht flicker-free. Nicht flicker-free. Flacker, 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 flacker. Aber auf höchster Stufe ist flicker free. Hör mal hoch. So ist hoch. Flicker free! Flicker free! Ja. Hier hinter dieser Truhe verbirgt sich noch ein anderer großer Verbraucher, den wir haben, und zwar unsere Kühltruhe. Wir waren schon länger nicht mit dem Bus unterwegs. Andi weiß nicht mehr, wie eine Schublade aufgeht. Hier haben wir uns dann also unsere Kühltruhe verbaut, und bei der Auswahl der Kühltruhe haben wir uns für eine Kompressor-Kühlbox entschieden. Die läuft also bei uns ausschließlich über 12 Volt. Wichtig dabei zu beachten ist, dass viele den Fehler machen und einfach bei dem, wenn sie sozusagen den Verbrauch von der Kühlbox berechnen wollen, dass sie den auf 24 Stunden auslegen. Diese Kühlbox, die läuft aber nicht 24 Stunden am Tag, sondern die springt immer nur so impulsartig an und geht dann auch wieder aus. Also das heißt, dass die Kühlbox maximal 2,5-3 Stunden am Tag läuft, was dann natürlich den Verbrauch wesentlich minimiert. Wobei man aber dazu sagen muss, dass die Kühlbox wirklich sehr, sehr stromsparend ist. Also wenn wir losfahren, schalten wir sie ein, und wenn wir wieder ankommen, schalten wir sie wieder aus. Also bei uns läuft die wirklich, wenn wir unterwegs sind, 24/7. Ja, was verbraucht sonst noch Strom im Van? Bei uns ist es die Dieselstandheizung. Wir haben ja die Planar 2D eingebaut. Mittlerweile heißt sie, glaube ich, R2D. Haben wir auch Videos zu, wie wir die hier eingebaut haben. Hier ist das Bedienteil oben, und die läuft auch bisher ohne Probleme. Was den Stromverbrauch angeht, ist sie eigentlich kaum mit einzuberechnen, weil die einfach super wenig Strom braucht. Also sehr stromsparend, sie heizt über Diesel, läuft alles wunderbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Standheizung ist allerdings super wichtig. Jederzeit wieder einbauen. Jederzeit wieder einbauen? Jederzeit wieder einbauen. Ist kalt. Ist kalt.
Also zusammengefasst lässt sich sagen, das meiste würden wir genauso wieder einbauen. Der Ladebooster macht richtig viel Sinn bei unserem Reiseverhalten und macht unsere Batterie immer wieder schnell voll. Solar ist auch super und bringt auch bei schlechterem Wetter noch einiges. Was wir nicht mehr so machen würden, wäre der Wechselrichter bzw. die Außensteckdose, weil wir sie bisher einfach kaum genutzt haben. Für Laptops gibt es andere Ladegeräte und auch für andere 32 Volt Geräte, die kann man auch einfach mal zu Hause lassen. Genau, wobei man dazu halt sagen muss, wir leben ja nicht im Van oder sowas, sondern wir sind meistens über eher kürzere Dauer unterwegs und können dadurch natürlich auch auf gewisse Sachen verzichten. Außerdem ist Corona, der Bus steht eh nur in der Garage. Womit wir auf jeden Fall sehr zufrieden sind, ist die Steckdosen, wie wir sie verbaut haben, die USB-Steckdosen. Das mit dem Licht klappt eigentlich auch ganz gut. Natürlich würden wir manche Sachen mittlerweile anders machen. So ist das einfach, wenn man das erste Mal einen Bus ausbaut. Da sammelt man erst danach oder dabei die Erfahrungen. Aber wir kommen so, wie es ist, auf jeden Fall sehr gut zurecht. Das soll es erstmal zu unseren Erfahrungswerten mit unserem Elektro-Setup sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr von uns verpassen wollt. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von unserem Setup eventuell auch umsetzen würdet oder bereits umgesetzt habt, wie euer Elektro-Setup bei euch so aussieht. Genau, und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr dann mit natürlich auch immer in die Kommentare. Dann sagen wir jetzt tschüss. Dann sagen wir jetzt tschüss. 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 Hau ab. Los. Geh weg. Wäre witzig, wenn ich den jetzt so umtreten würde. Tschüss. So, tschüss. Okay. Also tschüss. Gut, warte. Nee, das war jetzt irgendwie kein gutes Tschüss. Na, ist egal. Wir lassen es einfach jetzt so. Ist egal.